Soll ich demonstrieren, dass auch ausgeschaltete Geräte einen drastischen Elektrosmog verursachen, wenn die Phase ins Gerät freigeschaltet ist? Hier habe ich mein Spengler an, Kolloidtester, das ist nichts anderes als eine Lampe. Hier liegt daneben der Elektrosmogmesser. So, jetzt stecke ich das Gerät ein und wir sehen, dass bereits aus dem Kabel Elektrosmog Spannung von 77 Volt pro Meter kommt. Wenn ich das Gerät jetzt einschalte, bekomme ich 380 Volt pro Meter in der Nähe des Gerätes. Und eine extrem drastische, über die Skala von 2000 Mikrotesla hinausgehende magnetische Verschmutzung des Raumes im Magnetfeld. Jetzt schalte ich wieder um auf den Elektrosmog. Bei eingeschalteten Geräten. Jetzt schalte ich das Gerät wieder aus. Geht wieder zurück auf den Elektrosmog, der nur aus dem Kabel herkommt. Und jetzt drehe ich um den Stecker. Und wir haben bei ausgeschaltetem Gerät, das nach unserer Meinung noch keinen Strom zieht, eine deutlich höhere Spannung, ein Feld rund um dieses Gerät von 600 Volt pro Meter bei ausgeschaltetem Gerät. Das heißt, dieser Durchleuchtungskasten wird jetzt zu einem eklatanten Abstrahler von niederfrequenten elektromagnetischer Störstrahlung. Wieso ist das der Fall? Wie kann man das erklären? Der Schalter von dem Gerät liegt nur auf einem der zwei Drähte. Und ich habe jetzt den Schalter scheinbar gesteckt auf den Nullleiter und nicht auf der Phase. Das heißt, der Schalter muss immer auf der Phase sein, sonst sind ausgeschaltete Lampen, ausgeschaltete Geräte drastische Elektrosmogstrahler. Das ist sozusagen durchwegs unbekannt. Meine Tochter hatte eine Nachttischlampe am Bett und konnte über 2 Jahre kaum einschlafen und nicht schlafen. Als ich dieses Messgerät gekauft habe, habe ich das bei ihr gemessen und festgestellt, dass die Lampe falsch eingesteckt war und eine drastische Strahlenbelastung direkt auf den Schädel geschickt hat. Wir haben dann nichts anderes gemacht als umgesteckt und es war ein Elektrosmog verschwunden aus dieser Lampe. Das bitte gilt zu beachten. Daher, wer am Elektrosmog leidet, sollte in der Nacht die Sicherung ausdrehen. Absolut im Schlafzimmer. Ja, was ist das für ein Messgerät? Das ist von der Firma Gigahertz, das ME3830B. Das im Messkoffer MK20, den ich empfehle, drinnen ist.